Los, ihr Fersenjäht, die kriegen uns nie. Lebend. Ich warte, Miele. Ich lasse dir alle Zeit der Welt. Jetzt übertreibst du das aber. Hui. Wo bin ich jetzt? Oh nee, ich bin doch gerade erstmal reingekommen. Leute, lasst mir doch ein paar Sekunden Zeit. Wenigstens nachladen. Bum, bum, bum. Hui. Ist recht. Mach das mal so. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit den Kabinen in der Stadt. Und wir sind gerade auf dem Weg zur Quest. Umringet von Zombies? Da habe ich gar nicht mitgekriegt, aber das ist ein anderes Ding. Los, ihr Fersenjäht! Die kriegen uns nie! Lebend! Ja, halt die Klappe. Soll ich den Bike und dann können wir weiterreden? Shit. Ah, siehst du, mach mal nach. Das war doch mäßig Tony Hawks mäßig. Ruinzeit Zeit ohne Skateboard. Aber hey, das ist ein anderes Ding. Komm ich jetzt hier runter? Ja doch, das ist bloß eine Schräge. Dann wieder hier hoch. Dann wieder hier rum. Wo führt der uns hin? Hallo? Wir haben unser Ziel erreicht. Das ist ein Waffenshop. Natürlich ist es ein Waffenshop. Cool. Das heißt, wir können unsere Munition auffrischen und unsere Knarren. Aber erstmal hier die ganze Schose looten hier. Das ist aber doof, weil ich hab... Nee, dann muss ich nochmal... Dann muss ich denn doch nochmal... ein wenig radikaler hier eine Kur machen. Ja, 70, komm weg damit. Kann ich nicht hier irgendwas rausschmeißen und dann da so zack, bums und... Schon da, der zum Bleistift. Das kann doch weg. Braucht kein Mensch. So, warte mal, so, Rinnen, sortieren, Rinnen, das bringt uns nicht weiter. Bandagen. Bandagen brauche ich nie so viel. Motoren kann ich doch clean machen, dann habe ich doch diese Parts und kann die denn da rein schmeißen. Das ist doch auch schon mal gut. Genau, dann kriege ich nämlich so eine Parts und die brauchen wir ja so oder so später, früher oder später. Oder ich mache das clean. Schmeiße. Für Dieren. Ja. Dann mache ich das auch noch clean. Stell ich sie mir nochmal neu her. Mir doch egal. Mir total egal ist mir das. Kann ich euch gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich schon. Ja, gut. Dann mache ich das weg. Dann mache ich das Plastik doch weg. Ah, den Kleber behalte ich. Besser geht das nicht. So. Gut. Gehen wir mal rein, wa? So, warte mal, ist der jetzt wieder resettet? Ich bin noch nicht drinne. Bleib mal ganz ruhig, Junge. Ey, nochmal Motor. Passt ja wie Arsch auf Eimer. So, dann holen wir mal den ganzen Juten. Scheiße, ich bin noch nicht drinne. Ich geh wieder raus. Also, die sind hier natürlich. Ich kenne das doch. Oh nein, der ist schon wieder. Oh, ich hab den nie getroffen. Warum halten die nie getroffen? Ich warte, Miele. Ich lasse hier alle Zeit der Welt. Jetzt übertreibst du das aber. Hui. Ich weiß. Übermut und Fall und so, ne? Oh, sie hat mich schon wieder gekratzt. Ich hab's verdient. Ich weiß, ich hab's verdient. So. Sind wir drinne. Da lang. Wo bin ich jetzt? Oh nee, ich bin doch gerade erstmal reingekommen. Leute, lasst mir doch ein paar Sekunden Zeit. Wenigstens nachladen. Pum, pum, pum. Komm rein, raus. Rinn raus, was soll denn das? Hm?
könnte eigentlich noch Munition sparen, aber so wie es aussehen tut, wird das wohl nicht. Wieso? Für meine Verhältnisse. Hey. Na toll. So, mein Chef, wie sieht's hier drin aus? Ein zweites. Nischt. Wird die mal kurz reparieren. War es, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, da ist auch alles leer. Da ist nichts. Da? Clean machen brauche ich nicht. Scheiß drauf. So, hier. Wenn auf der einen Seite nichts ist, ist auf der anderen Seite eigentlich auch nichts. Ja, macht Sinn. Hätte man ja gesehen. Eine Mütze. Papier. Was ist denn das für ein Waffenladen hier? Das kannst du keinen erzählen. Hallo. Kriegt die meine Kasse. Dies soll man nie machen. Aber hier ist ja... Hier herrscht ja der Tod. Hier ist noch drin. Und dann gehen wir mal die Räume noch durch. Was haben wir hier? Hey. Eine Tresor. Den ich aufkloppen darf, weil ich habe ja nie noch die Triche. Oh, ne? Das Übliche. Wie gesagt, Schießpulver brauche ich, Papier brauche ich nicht. So. Weiter geht's in Kann. Mach auf das Ding. Was haben wir hier? Na ja, gut. Nehmen wir mal. So, und dann da, das kriegen wir auch hinten. Sollte erstmal versuchen. Ja, okay. Was heißt versuchen? Das funktioniert eh nicht. Obwohl, ich habe immer drauf geklopft. Vielleicht funktioniert es jetzt. Vielleicht habe ich was prediktet. Na? Das wird nichts. Auf keinen Fall. Nee, nicht wirklich. Das hat funktioniert. Okay. Das ist nicht okay, aber... Holz weg. Ich könnte dann aber auch nochmal ins Auto rangehen und dann das austauschen. Weil da habe ich schon die Mod drin, aber da könnte ich... Nix, weil ist ja kein Platz. Da ist ja auch kein Platz mehr. Dann mache ich das da. Wo die drinnen sind, die Mods, ist ja nun Schnurz egal. Da ist schon so eine Mod drinnen. Ist schwierig. Ich muss mal zum Auto, zum Töff. Ein wenig Platz darf sein. Naja, ist nicht viel, aber ein bisschen was. Sag mal, wenn ich das müsste doch eigentlich funktionieren. Ist ja eigentlich für Schrutze. Oh, ne? Nochmal zwei Plätze. Das kann in meinem Fall schon viel bewirken. Eigentlich nicht. So, Magnet. So. Man sieht ja wieso. Ich mach mal da auf. So, haben wir hier. Okay. Pipi-Wasser? Nichts. Hallo. Ich mach mal kurz zu. Hier könnte vielleicht unser gestriges Projekt. Nee, doch nicht. Sieht nicht nach Säure aus. Ich habe mir nie vorgestellt, dass Säure bekommen so schwer ist. Wahrscheinlich bloß ein Zufall. Was für ein Zufall? Nie. Nochmal. Genau. Holz. Gut, ich werde das Holz diesmal behalten, weil letztes Mal hätten wir ja... Jetzt kriegt noch einer. Aber ich habe schon eine grüne. Nein. Was machst du da? Ich weiß nicht. So. Ich hab da schon eine Ich kann die ja nicht clean machen. Sie ist unzerstörbar. Also von uns. Zu schmale Arme.
Moment mal. Hätte ja sein können. Mit der Fahrradkette. So. Mal gucken, wie lange ich das jetzt noch durchhalte. Weil wie gesagt, ist ja schon alt voll. Aber Kaffee geht immer. Oder Kaffeepulver. Nee, heute nicht. So, jetzt ist da oben drin. So, nachgeladen. Ist nicht. Standardgemäß. Oh. Doch so viel. Na gut, dass ich vorbereitet bin. Na gut, ich habe ja noch die Schrutze. Was soll passieren? Ach, Junge, nee. Das ist doch wieder ein Witz, ist das da. Gut, nimm die nicht mit. Lieber, Klaus. War sein Name. Stimmt, ich habe das letzte Mal von draußen gemacht. Aber ich kann das doch auch schnicki-picki machen. Warum mache ich denn das nicht? Das soll auch funktionieren, oder? Von hier aus? So, zack, bums. Ja, noch ein Stück näher. Ein Stück runter. Ja. Noch ein Stück höher. Nee, das war zu früh. Sorry, passiert mir selten. Was soll denn das? Geh mal näher ran. Da ist ein Kopf. Habe ich das richtig gesehen? Ja, da ist ein Kopf. Ich nehme erstmal sie. Es hat nicht funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Das kann nicht immer funktionieren. Was ist denn das da? Ich ziehe. Das müsste doch sein Kopf sein. Tatsache. So, jetzt ist sein Kopf. Interessiert ihm nicht. So, jetzt gehen wir mal darüber. Schnappen uns die Munition. Vielleicht kriegt er der ja nie mit. Und dann lassen wir die Party krachen. Da sind noch zwei, ne? Genau. Der muss eher weg. In die Hoden. Oder in den Arschbacke. Ich wusste das nicht so genau. Oh, warte mal. Ich mach mal hier Keule. Hallo. Es interessiert ihn nicht. Gut, dann. Ah, doch. Noch schläft der Bär. Wecke niemals den Bären. Warte mal, ich versuche mal erstmal so. In die Oma. In seinen Puller. Echt jetzt? Ich habe seine Achillesferse gefunden. Sein Arm. Jetzt, ich häng fest. Geht doch. So. Genau, das war nämlich diese Ding gewesen. Da habe ich jetzt mal mich hochgebaut. Upsi. Hab wohl 2 Kilo zugenommen. Mag vorkommen. So, achso, hab ich ja nie genutzt. Noch nicht. Also. Hui. Links, rechts. Ich mach das mal so. Warum wollte denn der Spider nicht? Naja. Den holen wir uns später. Der wollte nie so. Hey. Ja, das kennen wir ja. Dann kann uns ja Spider den Weg freimachen. Hey, das hat ja trotzdem funktioniert. Die Entfernung macht das. Macht jetzt nicht meine Kisten kaputt. Ne? Mit da? Nee, da kommt nie ran. Das ist ein bisschen zu viel Schaden. Aber das habe ich ja gesagt. Ich werde jetzt einfach die Kniften-Munition nutzen. Ein bisschen Munition sparen. Was macht denn der da?
Vergeht er sich gerade an der Kiste? Treffe ich die nie oder was? Oder wie? Doch. Muss ich ja wohl. Ich mach den jetzt so weg. Ich bin jetzt da runter und mach das hier auf Hardcore. Meine Art und Weise, wie immer. So macht man das. Naja, wie gesagt, Ina ist noch da. Aber den kümmern wir uns, wenn wir erstmal hier gelootet haben. Mit null Platz. Funktioniert immer sehr, sehr gut bei mir. Naja, so kriegt ein bisschen Munition wieder. Wie gesagt, den Spider muss ich ja auch noch kriegen. Warum halt die Brille eigentlich noch? Fragen über Fragen. So, da haben wir noch eine und dann ein Visier. Was haben wir denn? Der nehme ich das Holz nicht und schmeißt das da rein. So passt und wackelt hat. Und da Munition. Und shit, wo kriegt denn das jetzt wieder runter? Machen wir jetzt so. Und das ist ja Eisen. Weil ist ja aus Rohr. Also nicht als aus Zuckerrohr, aber halt, ihr wisst schon. Schmeiß jetzt die Munition. Nee, die lasse ich mal. Die brauche ich mir nachher noch. Die schmeiß ich alle weg. So. Kannst du nämlich nicht clean machen, oder? Geh mal davon aus, dass du ihn nicht clean machen kannst. Nee. Würde auch keinen Sinn ergeben. Noch mehr. Weißt du, könnte das jetzt umarbeiten in. Nee, Stahlfeile kann ich ja so oder so noch nicht herstellen. Da fehlt ihm das Rezept. Nee, dahinter ist nichts. Dürfte auch nichts hinter sein. Nö, das habe ich halt schon so. Jetzt kommt der große Paket. Das wird nie funktionieren. Ich hätte eh mal gegenkloppen sollen. Ja, wenn nicht, ich habe ja die Triche mit bei. Nicht mit bei, aber ich habe unsere Picke mit bei. Weiter. Na ja, Spider-Man, du bist gleich dran. Aber lass uns mal ein bisschen Zeit, dass ich das zu Ende looten kann. Wäre ganz nett von dir. Oder wir machen das so, ich mach hier und du machst die Tür auf. Ist doch was. Na Junge. Na? Und noch ihn. Und auf das Ding. Ist schon toll. Hier ist ja auch noch ein Nebenraum. Muss denn hier auch noch jemand drin sein? Das hatten wir doch mal, ja. Ja, okay, diesmal wohl nicht. Mir war so, als ob letztes Mal hier einer drin war. Hier? Hm. So, dasselbe Spiel nochmal. Warte! Bessere YouTuber. Ich muss den so oder so öffnen. Es hat funktioniert. Die Hexe ist tot. So. Na gut. So viele brauche ich davon auch nicht. Aber den will ich auch mitnehmen. Dieses, wie gesagt, das ist schon lange nicht mehr gesehen. Und sogar, Dings, okay, wie gesagt, das ist ein Weihnachtsding bei den Pimps. Aber das mache ich mal kurz so. Wie es sich später will er so produzieren. Aber naja, gut. Bei Platz, wie gesagt. Munition! Yes! Na, jetzt habe ich die ganze Zeit die O-Platte gemacht. Naja. Ja, ja. Ich weiß, das macht keinen Sinn. Hätten wir wieder 1-2 Fälle gehabt. So, wo ist denn die Kiste? Soll jetzt genau hier sein. Okay, so.
In dieser Höhe. Also da drüben. Vielleicht doch heute übersehen. Aber wie gesagt, erstmal kommt der Geil an. Der Loot. Wieso? Ich hab doch Kaffee mit bei. So, alle da. Ausdauer? Gar kein Problem. Ja, das ist aber eine Steigerung. Die nehme ich dort dankend an. Endlich mal eine vernünftige Knarre. Yes. Dann könnte ich die nämlich eventuell irgendwann mal verkaufen. Wenn das hier noch Kohle gibt. Wenn nicht, dann ist es eben halt so. Wenn nicht, dann mache ich zu clean. Beziehungsweise. Ich werde mich schon irgendwas einfallen lassen. So. Reparieren. Naja, das dauert ja bloß noch kurz. So, was bringt mir. Ja, 100 noch was. Reparieren lohnt sich irgendwie nicht, ne? Komm weg damit. Und außerdem habe ich davon E-Parts. Passt, Bucket hat Luft. So, Bandagen. Stoff. Habe ich doch so oder so, oder? Nee, habe ich nicht. Ach, das ist schon wieder. Ja, was soll ich denn damit überhaupt? Also, bis jetzt brauche ich die nicht. Ich will die nie wegschmeißen. Das kann ich doch wegschmeißen. Passt, fuck it, hat Luft. Ist ja nicht, was das soll. So, hier doof. Gut. Hätte man wissen müssen. Warte mal, clean. Nehmen. Wer ist da erfüllt? Und dann looten wir noch mal den Vorraum. Putzmodi. Eisen. Und, was kriegen wir hier? Oh. Lassen Sie mich ran. Was soll denn das? Was soll ich denn damit? Ich hab doch schon eine bessere. Was soll ich denn damit? Psst. Billigzeug. Nutzt doch kein Mensch. Explodiert ihn in der Hand und dann haben wir den Salat. Ich hab eine viele bessere, da. Müssten da auch noch Zombies drin sein, wa? Ich glaube, wir werden es gleich rausfinden. Wird die Bandagen zerschrotet und schmeiße dann weg. Hallo. Ich weiß, dass sie da sind. Sie blinzeln da durch. Brauchen sich nicht verstecken. Schöne neue Knarre eingewehrt. Weit. Ja, ja. So, was kriegen wir hier? Oh. Dann haben wir das auch. Ene mine mu. Du alte dumme Kuh. Da. Da war die Kuh. Ich habe schon wieder die 5 Vitrine. T gedrückt. Statt R. Aber ist ja heute nicht das erste Mal. Das haben wir ja schon alle durch. So, warte mal hier. Könnt. Ach nee, passt ja nirgendwo mehr was drin. Ist ja alles voll. Da. Da ist voll. Voll uncool. Ich habe auch jetzt keine Coin. Ich habe. Habe ich noch Platz hierfür? Nee, das habe ich nicht. Natürlich habe ich sowas. Nee. Da ist auch noch einer. Hä? Jetzt, ich habe ihn drinnen übersehen. Das geht doch ja nicht. Ich habe doch alle wegrasiert. Ah, fällt's durch? Bin ja nicht da. Habt ihr gesehen? Alte Tun kaputt gemacht. Hä? Wo habe ich denn da ihn übersehen? Draußen. Aber wieso? Und wie? Es will einer, der den Schuss verpasst hat. Verpennt. Um Ecke. Ja, nee, ist klar. Kommst du mal da raus, du alte Käse-Pläse?
Junge, Junge, nie. Die verpennen den ganzen Krieg. Hier ist Krieg! Das war alles. Da verpennen die alles. Na gut, hätte ich eigentlich wissen müssen. War ja letztes Mal genauso, dass sie da drin gewesen waren. In Eifer des Gefechts denkt man an sowas aber nicht. Hast du Säure? Natürlich nicht. Warum denn? Braucht doch kein Mensch. Völlig überbewertet. So. 20 Uhr. Schaffen wir vielleicht noch. 22 Uhr haben sie offen. Irgendwann wird unsere Zeit schlagen. Psch. Psch. So. Let us speak, survive. You did it. Ja, ja. Great job. Hey, yay, Spitzenmesser. Super, toll. Magik. Warte mal, ich muss erstmal ein paar Sachen wieder verkaufen. Das Übliche. Machen wir so. Brauche ich nicht den ganzen Verlust an den Müll? Was soll ich denn damit? Ich hab doch... So. Aber das ist doch viel besser. Nicht nur, weil da Mods drin sind, weil es besser ist. Gut. Verkaufe ich auch gleich wieder. Aber dann kann ich ja da... Warte mal, kurz. Nee, noch nicht. Sei clever, verdiene Geld. Machst du so, machst du so. Zack, bums, ist das Messer schon viele, viele mehr wert. So, warte mal, das vergleicht mit denen hier, nee, sag ich doch. Nicht damit. Sag ich doch, ist viele, viele besser, ist das da. So, jetzt kommen wir zur Munition, die ich mir nicht leisten kann. Na doch, 9mm kann ich mir leisten. Nicht viel? Da, die 8000 kriegt noch nicht. Ah ne, habe ich ja schon halt verbraucht. Oder warte mal. Ja, das sind auch 141 Schuss, das ist... Aber da kann ich mir wenigstens ein bisschen von leisten. Und wie gesagt, ich brauche die Munition. Ach, so geht das auch? Kannst mit dem Daumen... Wenn du faul bist, wie ich, kannst du das auch so machen. Bleibst du mit dem Daumen drauf und dann ist es gut. So ein Plus drückst du W und dann hast du alles. Much obliged, Stranger. Naja, gib uns mal gleich die nächste. Das ist ja kein Stromquest mehr, wa? Letztes Mal war doch hier alle voller Stromquesten. Would you kindly help me? You the man. Aber erstmal bringen wir alle nach Hause. Dann schiebe ich mir mal... mal Spaghetti waren ja gut. Schön in den Wams drin. Wie gesagt, immer Spaghetti reicht. Ich muss das Rezept machen. Ich muss... Koch muss bis oben hin voll sein. Ich will Spaghettis nur noch fressen. Ihr seht ja, was dann passiert. Satt. Forever. Sag mal, dumme Frage. Was sagt die Physik? Müsste ja funktionieren. Ja, oder ich schab mit der Stirn so ran. Ich funktioniert. Sie ist befahrbar. Da, 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 da. Total fahrbar. Gut, das ist ein bisschen schwierig. Passt, Bucket hat Luft. Ist doch geil. So, reicht doch. Na gut, habe ich eine gelbe und eine grüne. Ich konnte mir nicht trennen. Wegen den Farben. Aber Karin, die sind alle beide rot. Ich weiß. Ich weiß. Aber doppelt hält immer besser. So. Rinn damit. Das gehört zur Munition. Der Munitioner. Jetzt hat er da alle drin geschmissen. Ist ja dann total knatsch verrückt. What doing? Ich weiß das nicht. So. Das kommt darin. Ding, 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 ding. Alter, wenn jedes Mal, wenn das passieren tut, denke ich, jetzt schmiert ab. Weil, wie gesagt, das ist genau das, was er vorhin gemacht hat. Da war auch so. Ding, 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 und dann war es weg. Ich hasse das. Ich hasse das bei 7 Days. Wie die Pest. Wenn sowas passiert. Da ist ja nur Blei. So, schwarze Pöfer kommt darin. Das hat ich ja auch so geklärt. Warum hat denn der... Ich hab doch gerade
Oder habe ich nicht? Also hätte er das ja gemacht. Ja, gut. So, du kommst denn darin. Der Rest kommt alle darin. Und? Ah, funktioniert. Die Zuckerstange kommt auch hier unten drin. Zack, bums. Passt, Bagatterluft. Holen wir den nächsten Schwung. Und dann machen wir die Quest. Die nächste. Junge, Junge, Junge. Aber wie gesagt, dann mache ich das hier. Wie gesagt, das wird so oder so noch weiter gemacht. Dann kann ich hier schön immer rinfahren. Krohos. Mag ich. Mag ich jetzt schon. Noch nicht mal fertig in der Planung. Ich wäre interessiert. Warte mal, das kommt. Kommt das da rüber wieder? Dann haben wir alles soweit fertig. Die Kohle kommt hier hin. Mit der Kohle. Siehst du, das ist. Das, was letztes Mal von meinen Shoppingwaren übrig geblieben ist. Nicht viel. Aber ich komme auch mit so einer kleinen Sachen aus. Kommt nicht immer auf die Größe an. Sondern was man damit machen tut. Shoppen. Oder was habt ihr jetzt gedacht? Pfui. So. Könnte ich ja schon. Ist nicht viel, aber was wir haben, haben wir. Und wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen in der Vorproduktion gewesen. Was war der Holz darin? Ja, und ich glaube, das ist eine gute Idee. Das glaube ich, werden wir tun. Holz raus! Hast du doch noch 5 Sekunden gesagt. Ja, ja, ist doch gut. Schild doch mal. So, an. Verteilen. Geht schneller. Nee, oder ich mach das so. Und so. Oh. So, da bin ich. Alles fertig, alles aussortiert, alles gut. Sag ich jetzt mal so. So, sag mal, was habe ich denn jetzt an Erfahrungspunkte? Wie gesagt, ich möchte gerne. Den Punkt. Chefkoch. Komplett. Oder auch noch nicht. Muss ich erstmal hier ein bisschen voll machen, dass wir eben halt Spaghetti machen können. Ne? Genau. So, und da brauche ich jetzt schon 2 Punkte. Das wird ja ganz schön teuer. Achso, ich habe noch eben mal Schrutze in der Hinterhand. So, das muss hoch weg. Muss mir eine Munitionskiste langsam herstellen. Ach, so langsam war sicher. So, warte mal, dann nehme ich das mal schnell raus. Denn wir haben ja ein wenig Schwarzpulver gesammelt. Und mach mal Munition. 7,62. Brauche ich. Jetzt nehme ich mir immer viel da. Wo ich so sparsam bin. Entschuldigung, das eben. Gut, dann würde ich mal sagen, ich schiebe mir noch mal schnell das Wasser hinter, dann nehme ich ein bisschen Wasser mit. Und dann machen wir gleich los, wa? Ja, nicht so viel Zeit verschwinden. Sag ich mal. Aber erst in der nächsten Folge, logischerweise, habe ich ja gesagt, ja. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, Tschüssikowski, bis morgen. Und dann geht's los, wa? Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.